Also erstmal hallo, ich hoffe ihr hört mich alle, wenn nicht, dann kauft euch halt ein Hörgerät. Also wie ihr wisst, sind wir heute alle da, um mit dem Papa seinen Geburtstag zu feiern. Er ist jetzt quasi offiziell alt. Als Heimer hattest du zwar schon mit 30, jetzt ist es aber altersbedingt, also darfst du es mit Recht haben. Eine Ausrede. Also erstmal meinen herzlichen Glückwunsch nochmal, nicht nur zu deinem Geburtstag, sondern auch zu deiner wunderschönen Tochter. Ich nehme an, ihr kennt meinen Vater alle, wenn jetzt seid ihr Tschechen, die das hier gefunden haben und umsonst essen wollen. Wer Papa gut genug kennt, der weiß, er hat tschechische Wurzeln, die er gerne auslebt. Apropos tschechische Wurzeln, falls ihr irgendwas später von der Garderobe auf eBay wiederfindet, wir übernehmen keine Haftung, das war nicht von uns. Das ist alles zufällig am Ende. Für alle, die mich nicht so gut kennen, bin von ihm quasi die Tochter. Hab nicht viel übernommen, außer das abstehende Ohr und die Tschechengene. Wie gesagt, die meisten kennen mich aus familiärer Herkunft, von eBay Kleinanzeigenverhandlungen oder einfach von der Straße, wenn ich sie angehupt habe. Als wir das hier alles vorbereitet haben und die ganzen Planungen gemacht haben, haben wir hier alle, die mitgewirkt haben, überlegt, wer kann was machen. Jeder ist irgendwas talentiert, der Papa ist handwerklich begabt oder auch beim Mitnehmen von Dingen. Wir sind Gäste. Hallo. Du darfst dir denn alles aufbauen, oder? Das bleibt in der Familie so. Ja, verkaufen wir doch trotzdem. Wie gesagt, jeder hat so eine Kleinigkeit für sich gefunden. Die Mama hat zum Beispiel dekoriert, sonst würde das ja auch nicht so aussehen. Ja, die meisten haben eigentlich Talente. Mein Bruder übertreibt immer mit seinen Talenten. Steht da. Er hat immer sofort 1000 Ideen. Lyrik, Beatbox. Dann gibt's noch mich. Also ich habe lange überlegt, was ich machen kann, worin ich so gut bin. Genau in dem Moment habe ich gemerkt, wie scheiß talentfrei ich bin. Ich habe kurz selber gelacht, habe gedacht, okay, Laura, du kannst voll atmen. Habe ich über mich selber gelacht. Dann habe ich mein Asthma-Spray geholt. Aber hier geht es ja jetzt auch nicht um mich, hier geht es ja um Papa. Jetzt kommen wir mal zu den Talenten vom Papa, damit auch der sich mal lächerlich macht. Ich zähle jetzt vom Papa ca. 3 Talente auf, die so markant sind für ihn. Talent Nummer 1 wäre das Sprachtalent. Das Talent merkt man besonders in Verknüpfung mit der Musik. Ja. Jeder kennt bestimmt das Lied Purple Rain von Prince. Hallo! Du blamierst mich gerade! Das ist der Sinn davon. Also 30 Jahre drauf gewartet. Im Prinzip, wenn man Papa nicht kennt, er lebt das Lied, das ist quasi sein Lied. Er ist der tschechische Albino-Prince, wenn er das interpretiert. Und wir haben uns immer gefragt, weil wir ja alle kein Englisch können, worum geht es eigentlich in dem Text? Wir haben immer gedacht, es geht um den lila Regen. Der Papa hat uns dann erklärt, es geht um die Leute im Regen. So, aber nicht nur in der Musik lebt er das aus, sondern auch voll und ganz, wenn er einen Reiseführer spielt im Ausland. Bei einem Familienurlaub in Holland sind wir gemütlich durch die Gassen geschlendert. Und dann gab es einen Notfall, der Koffeinspiegel von meiner Mutter ist drastisch gesunken. Wer jetzt die Mama erkennt, wenn der Koffeinspiegel sinkt, ist Alarmstufe rot. Dann müssen wir ganz schnell Koffein finden, sonst rastet sie aus. Das hat auch tatsächlich mal der Papa gemerkt, obwohl er wenig merkt, aber das hat er jetzt. Entlang gegangen und der Papa hat einen Kaffee bemerkt, was 19 heißt, also 19 übersetzt. Hat dann schnell festgestellt, komm, wir gehen noch mal ins Café Ninneteen.
meine versteckten englischen Wurzeln aus, sondern auch in Frankreich. Ein Tscheche geht auf Reisen. Beim Frühstücksbuffet war meine Mutter wieder zu schnell. Weil ja, doch. Oder mein Papa war einfach wie immer zu langsam. Da fragt er mich auf Englisch, der Idiot. Jedenfalls musste er auf Englisch dem Kellner sagen, dass meine Mutter schon drin ist, also seine Frau. Und mit dem perfekten englischen Satz, my woman is sure here. Aber nicht nur als Reiseführer arbeitet er, sondern auch nebenberuflich in einer Wechselstube. Also er arbeitet auch in einer Wechselstube, weil er das Englisch so perfektioniert. Sie haben auch sofort eingestellt, weil sein Sprachtalent so toll war, dass sein reibungsloser und schneller Ablauf immer garantiert ist. Wenn er einen Kunden bedient, sagt er ganz schnell, change jetzt, damit das Geld auch wechselt. Ich komme schon zu Talent Nummer 2, die Technik. Ja, die Technik ist meinem Papa gegeben, wenn er nichts kann. Handy, Computer, alles. Hier hast du gut erzogen. Das ist ihm also einfach in die Wiege gelegt worden, auch von seiner Mutter, die das auch perfektioniert. Das dauert dran. Als er dann aber verzweifelt mal versucht hatte, mit einer Büroklammer über einen USB-Port irgendwas an die E-Mail anzuhängen, habe ich doch mal eingeguckt. Anhang. Wie ihr alle gemerkt habt, wenn ihr nicht draußen steht, ist das Internet hier sehr schlecht. Aber einfach an meinem Papa hängen, weil überall, wo mein Papa ist, hat er nicht nur 1 GB mobile Internetrate, sondern er hat sogar 1000 GB. Auch das hat er ganz alleine festgestellt. Er ist quasi der Hotspot von Deutschland. Immer in seiner Nähe bleiben, habt ihr immer Internet. Jetzt kommen wir zum letzten Talent und zum markantesten, unnütze Dinge zu kaufen. Also davon gibt es jetzt echt 1000 Beispiele, aber nehmen wir mal die wichtigsten. Meine Mutter wollte einen neuen Föhn haben, mit Diffusor für alle männlichen Kandidaten hier. Ein Diffusor ist quasi eine Platte mit Bohrmaschinenaufsätzen drauf. So sieht das aus. So, jedenfalls hat er wie so oft recherchiert, weil man ja aus Billigste kaufen muss. Das hat er relativ schnell hingekriegt, dann hat er den Föhn auch bestellt. Der wurde geliefert, ohne Diffusor selbstverständlich, weil er war günstig. Und was wurde mitgeliefert? Anstatt ein Diffusor wurde ein Toaster geliefert. Weil der Versand fällt ja dann weg, wenn man 2 Teile nimmt. Ich war im Kaufrausch! Ich war im Kaufrausch! Ja, gell? Ja! Das war ein Dreierartikel, das war doch irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr was. Ja. So, im Holland-Urlaub, wo er auch das tolle Kaffee entdeckt hat, wollte er mir mal was Gutes tun. Das kommt nicht so oft vor. Das wird doch emotional. So, und dann hat er aber wollte Schuhe für mich kaufen. Auch aus dem Grund, weil ich nicht war. In Silber. Die Größe 43, ich war damals 12. Du wächst da rein! Aber waren ja nur 3 Euro, da kann man so schon machen. Ja, richtig. So, ich könnte jetzt noch stundenlang weitererzählen, was für Talente oder Geschichten du uns tagtäglich bescherst, aber das Programm soll ja hier auch nicht zu lang gehen. Alle wollen noch Alkohol trinken. Also Papa, egal, ob du wieder Songtexte für uns übersetzt, Leute den Handrücken beim Armdrücken brichst oder aber mir Superschuhe für 3 Euro andrehen willst, weil ich reinpasse irgendwann. Am Ende des Tages sind wir alle froh, dass wir dich haben und mir diese Geschichten aufgrund deiner Eigenschaften erzählen können. Also ohne dich wäre
unser Leben nur halb so lustig und unser Gehirn nur halb so groß, weil wir nur an die Hälfte aller Sachen denken müssen. Ohne dich würde ich die Sperrnummer für die Bankkarte nicht mehr kennen, wo du mittlerweile Stammkunde bist. Ohne dich wären meine Ohren ganz normal anliegend. Danke dafür. Hohe Werkstattkosten bezahlen. Und ohne dich gäbe es kein Mich und kein Uns. Danke für alles.